Willkommen zu unserem heutigen Webinar mit dem Thema Automatisierte Feuchtebestimmung mit thermogravimetrischer Primärmethode. Mein Name ist Ina. Durch das Webinar führt sie Michael Jakob. Er ist europäischer Produktmanager bei LEKO. Die Feuchtebestimmung zählt zu den häufigsten Analysen im Alltag des Laborlebens. In vielen Bereichen wird die Feuchte einer Probe generell mitbestimmt, sei es als Messparameter oder als Korrekturfaktor. Es gibt dabei primäre Messverfahren, aber auch sekundäre, die zwingend gegen primäre Messverfahren kalibriert werden müssen. Traditionell wird Feuchte als Primärverfahren durch einen Gewichtsverlust bei einer bestimmten Temperatur bestimmt. Dieser Trocknungsverlust wird häufig noch im Trockenschrank-Exsikator-Waageverfahren gemessen. LEKO möchte an dieser Stelle das automatisierte Makrothermogravimetrieverfahren vorstellen, welches bis zu 16 Proben simultan analysiert und als Primärverfahren auch keine Kalibration benötigt. Die üblichen Normverfahren können hierbei in der Regel bezüglich Einwaage, Temperatur und Gasfluss abgebildet werden. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung und beginnen nun mit dem Webinar. Ja, vielen Dank, Ina, für die Überleitung und die kurze Vorstellung. Wie gesagt, mein Name ist Michael Jakob, ich bin bei uns europäischer Produktmanager und ich darf Ihnen heute etwas über die automatisierte Feuchtebestimmung mit einer speziellen thermogravimetrischen Primärmethode erzählen. Als kleiner Teaser, es geht um das Gerät TGM 800. Das ist ein LEKO Feuchteanalysator mit einigen ganz speziellen Features und als kleiner Teaser zunächst mal ein kleines Bildchen von dem Produkt. Wenn man sich mal die Methoden zur Feuchtebestimmung anschaut, so gibt es generell verschiedene Methoden zur Feuchtebestimmung. Man kann die einteilen in Primärmethoden, das ist also die direkte Messung eines Stoffes mit einer Methode, die man im Allgemeinen als absolut und richtig erachtet. Das betrifft in den meisten Fällen sind es Wiegemethoden oder chemische Analysenmethoden. Eine Sekundärmethode, das ist eben eine Methode, die sich auf eine direkte, auf eine Primärmethode bezieht, aber eben einer mehr oder weniger komplizierten Kalibration bedarf. Ich habe einige Beispiele auf der nächsten Folie. Die häufigste Primärmethode zur Feuchtebestimmung ist natürlich die ganz klassische Trockenschrank-Exsikator-Wagen-Methode, sprich man wiegt die Probe vorher ein, überführt sie in einen Trockenschrank, lässt sie dort eine bestimmte Zeit bei einer bestimmten Temperatur drin, kühlt sie im Exsikator ab, damit sie keine Feuchte aufnehmen kann und wiegt sie schließlich nach einiger Zeit und bestimmt so den Gewichtsverlust, den sogenannten Trocknungsverlust, der dann im Allgemeinen der Feuchte entspricht. Das Ganze geht natürlich auch mit einer Thermogravimetrie, die ja im Prinzip nichts anderes ist wie ein Muffelofen oder ein Trockenschrank und eine Waage. Eine weitere Primärmethode, auf die wir hier nicht eingehen, wäre natürlich jetzt die chemische Analyse nach einer Karl-Fischer-Titration, die aber in der Regel für komplett andere Dinge verwendet wird und auf die wir hier jetzt nicht näher eingehen wollen. Diese Primärmethoden zur Feuchtebestimmung, die bereits erwähnt worden sind, sind sehr häufig Trocknungsverlustmethoden, die mit einem Ofen, sei es ein Trockenschrank oder ein Muffelofen, durchgeführt werden. Es gibt einige Vorteile natürlich dieser Methoden. Ein Vorteil ist natürlich, es ist eine lange bewährte Methode. Es ist auch standardisiert nach sehr vielen verschiedenen Normen. Ich benötige nur eine einfache, billige Geräteausstattung. Ich sage mal, ein Muffelofen oder ein Trockenschrank ist eigentlich in jedem Labor vorhanden. Und ich kann sowohl relativ große Probenmengen als auch relativ große Probenzahlen durchsetzen. Der Nachteil ist, es ist sehr arbeitsintensiv, weil es eine manuelle Methode darstellt. Es ist demzufolge, wie manuelle Methoden ja häufig sind, auch fehleranfällig und es ergeben sich durchaus lange Analysenzeiten durch die vielen Arbeitsgänge, Wiegen, Trocknen, das Abkühlen im Exsikator und eventuell erneutes Wiegen im Trockenschrank eben wieder auf der Waage. Typische Sekundärmethoden, die wir hier betrachten wollen kurz, das sind zum Beispiel diese Feuchtewagen bzw. Halogenstrahlsysteme, die eine
einzelne Probe immer bearbeiten, die in entsprechenden Alutiegeln eingewogen werden, dann mit relativ hohen Temperaturen beaufschlagt werden und dann ein Trocknen darstellen. Das bedarf der Kalibration, da sich das ja in vielen Fällen nicht entspricht, weil die Temperaturen einfach nicht normgemäß sind und ich teilweise verschiedene Fehler hier begehe. Zweite Systeme, das sind NIR- oder NIT-Systeme. Hier nur einige Beispiele, die natürlich den großen Vorteil haben, außer Feuchte auch Asche, Fasergehalt, Protein und vieles andere bestimmen zu können, die aber eben auch einer sehr komplexen und bei weitem nicht stabilen Kalibration bedürfen. Auf die näheren Sachen wollen wir jetzt hier an dieser Stelle nicht eingehen. Die feuchte Waagen, wie gesagt, es wurde schon erwähnt, schnelle Analysenzeiten, einfach und geringe Investitionskosten. Die Nachteile davon ist natürlich, es ist eine manuelle Analyse ohne Automation. Ich habe limitierte Durchsatzzahlen. Die Präzision im Vergleich zu Primärmethoden lässt auch häufig zu wünschen übrig. Und es ist natürlich eine Matrixabhängigkeit, sprich je nachdem welchen Stoff ich verwende, brauche ich eine eigene Kalibration dazu. Die hohen Temperaturen, wurde auch bereits erwähnt, führen zu Verfälschungen durch Verbrennungen, durch Verflüchtigungen oder Oxidation. Stichwort Karamellisierung und dergleichen müsste man auch noch erwähnen. Was wir tun und mit was wir uns hier beschäftigen wollen, ist ein an sich klassischer thermogravimetrischer Feuchteanalysator. Wir haben hier ein Bildchen davon, der im Temperaturbereich von 50 bis 150 Grad eingesetzt werden kann. Die Einwaage, das ist 1 bis 3 Gramm nominal, es geht bis zu 10 Gramm hoch. Also ich kann diese Nominaleinwaage durchaus deutlich überschreiten. Wir haben auch noch ein paar Beispiele dafür zum Schluss. Die Kapazität, wenn ich jetzt mit diesen großen Tiegeln, die man hier sieht, da werden wir auch noch drauf eingehen, arbeiten, sind es eben 10 und mit den kleinen Tiegeln kann es bis zu 16 sein, die gleichzeitig und simultan abgearbeitet werden. Die Waagenauflösung beträgt 0,0001 Gramm, was völlig ausreichend ist für die hier verwendeten Zwecke. Wie funktioniert jetzt so ein System? Wir werden das mal ganz kurz erklären. Ich habe also in diesem Gerät ein Probenkarussell, in dem meine Tiegel drin sitzen. 10 Stück. Einer davon wird als Temperaturausgleichstiegel immer leer gelassen. Wie man hier unten sieht an dem Punkt, ist eine Waage im System eingebaut und die Tiegel drehen sich in diesem Karussell und jeder Tiegel wird, wie man auch hier in diesem Schemazeichnung sieht, abwechselnd ein Tiegel nach dem anderen auf die Waage gesetzt und das Gewicht des Tiegels ermittelt und damit natürlich auch das abnehmende Probengewicht bestimmt, so lange bis eben die Zeit abgelaufen ist, die man eingestellt hat im System oder bis eben Gewichtskonstanz durch die automatische Endpunktskontrolle erreicht ist und was Gewichtskonstanz ist, kann man natürlich in der Software festlegen. Auch bereits erwähnt, ich habe eben das große Karussell mit den großen Tiegeln und das Karussell für die kleinen Tiegeln, 16 Stück und 10 Stück. Der Durchmesser dieser Tiegel beträgt 6 cm bzw. 3,8 cm für die etwas kleineren Tiegel. Bei näherer Betrachtung, wenn man das Karussell rausnimmt, sieht man, ich habe ein Temperaturelement drin, das Wagenpedestal, wo die Waage sich drunter befindet und eben zwei Eingangsöffnungen für die entsprechenden Gase. Und wenn man sich das mal anschaut, kann ich sowohl Stickstoff als auch ganz normale Luft nehmen. Ich kann das natürlich theoretisch auch weglassen. Ich kann über ein Proportionalventil und einen Flusssensor das ganz genau einstellen und einen entsprechenden Ofenatmosphäre mit einem entsprechenden Luftdurchsatz entsprechend auch einstellen. Es ergeben sich natürlich verschiedene Vorteile durch dieses Setup. Einmal, wir können eben bis zu 16 Proben simultan wiegen. Wir können sowohl eine fixe Zeit für das Trocknen eingeben, als auch eine Endpunktserkennung und damit natürlich, wenn das die Probe gewichtskonstant ist, das Ergebnis ausgeben und damit eine teilweise erhebliche Zeitersparnis erreichen. Die Temperatur ist hochpräzise, sie wird also nach Norm entsprechend durchgeführt und kontrolliert. Ich kann den Gasfluss exakt kontrollieren, das lässt sich auch kalibrieren und dokumentieren. Das Ganze ist ein sehr robuster, beschichteter Aluminiumofen,
mit einem entsprechenden Probenkarussell. Da sollte eigentlich kein Vergang dran sein. Ich habe eine sehr zuverlässige Motormechanik und eine entsprechende Automatisierung des Motors. Die Software, das würde ich jetzt auch ungern näher drauf eingehen, nur so viel, sie entspricht der Leco Cornerstone Software, die wir auf allen Leco-Geräten einsetzen. Sprich, es ist auch eine intuitiv bedienbare Touchscreen-Software, die man natürlich entweder auf dem kleinen hier eingebauten Touchscreen verwenden kann. Ich kann die aber auch genauso gut auf dem daneben stehenden Bildschirm mit Keyboard und Maus verwenden. Also man kann es da eigentlich jedem recht machen, wie er es gerne hätte. Ein weiterer wichtiger Punkt, es wird alles komplett dokumentiert, entsprechend Good Laboratory Practice und eben auch nach FDA 21 Part 11, was für den Pharmabereich teilweise notwendig ist. Ein kleines vorhandenes Feature, was wir immer beim Gerät dabei haben, bei allen Neco-Geräten, wir können alle Daten in eine Remote Viewing Plattform überführen und man kann die dann, wenn man den will oder braucht, sich auf dem iPhone oder auf dem Samsung Smartphone oder eben auf einem normalen PC anzeigen lassen. Das Schöne ist bei dem Gerät, worum es ja auch Sinn macht, das Allereinfachste, man erfährt automatisch, wenn das Ding fertig ist und kann dann die nächsten Proben einbiegen und somit einfach den Durchsatz auf bequeme Art und Weise erhöhen. Wenn man sich mal einige Beispiele anschaut und in diesem Fall ein Beispiel, das sind passierte Tomaten, ganz normal aus dem Supermarkt. Dann haben wir die eingewogen, wie man auf der linken Seite sieht, mit verschiedenen Einwagen. Man sieht das ganz deutlich, wie es vorher aussieht und wie es nachher aussieht. Klar, das ist dann einfach getrocknet, nicht anders zu erwarten. Die Einwache ist in dem Fall natürlich sehr einfach und das Produkt ist sehr homogen. Und ja, wie wir auf der nächsten Folie sehen werden, haben wir auch sehr vernünftige Ergebnisse. Wenn man ansieht, die Vergleichsmessungen, dann sieht man, dass wir in der Regel das Rote ist die Temperaturkurve auf 105 Grad aufheizen. Die Temperatur wird plus minus etwa 1 Grad genau eingehalten. Und wenn man sich die Gewichtsverlustkurve von dieser einen speziellen Probe ansieht, dann sieht man, dass wir nach etwa 2 Stunden gewichtskonstant sind von diesen Tomaten mit einer Einwaage von etwa 6 bis 6,5 Gramm, sodass die Analyse da entsprechend abgelaufen ist. Entsprechend, wenn man sich das mal vergleicht mit der Einwaage von den 3 Gramm und mit der Einwaage von den 6 Gramm Tomaten, so ist natürlich klar, dass die einen nach rund 1,5 Stunden fertig sind, die anderen werden rund 2 Stunden benötigen. Gut, das ist jetzt keine neue Erkenntnis, das ist so eigentlich absehbar. Was schön ist, ist eine Statistik. Man sieht also die gelben Punkte, das sind die 3 Gramm Einwagen und die grünen Punkte, das waren die 6 oder 7 Gramm Einwagen. Es sieht so aus, wie es aussehen soll. Es ist also eine, wie die Amerikaner so schön sagen, Shotgun Distribution. Sprich, ich habe eine absolute Zufallsverteilung mit einer extrem hohen Präzision. Man vergleiche mal, das ist also für 10 Analysen 92,1% Feuchte, auch das war zu erwarten, der Wert ist klar, es besteht hauptsächlich aus Wasser, plus minus 0,07, sprich der Bereich geht wirklich von 91,9 bis 92,1 in etwa, was einer RSD von 0,07 entspricht, also das ist schon sehr, sehr präzise. Das ist auch so zu erwarten, weil ich eben eine sehr homogene Substanz habe. Logischerweise, man kann nicht genauer sein als die zur Verfügung stehende Probe es erlaubt. Sollte die Probe inhomogen sein, macht sich das natürlich automatisch bemerkbar bei den Messwerten. Ebenfalls ein weiteres Beispiel war jetzt eine größere Versuchsreihe, die man in dem Fall für verschiedene Mehlproben also durchgeführt hat, für Weizenmehl, für Reismehl, für Maismehl und für Gerstenmehl. Und das Ganze wurde mit verschiedenen, in dem Fall 4 verschiedenen Methoden durchgeführt. Wir haben einmal die manuelle Methode, das ist jetzt nach AOAC durchgeführt, ist die Standardmethode, entsprechend einer DIN-Methode für Feuchtebestimmung im Trockenschrank und anschließende Wägung.
Man hat dann einmal mit den großen 6 cm Tiegeln das durchgeführt, einmal mit den kleineren Tiegeln das durchgeführt und zum dritten Mal mit den großen Tiegeln das durchgeführt, aber mit automatischer Endpunktskontrolle. Also einmal fixe Analysenzeit und einmal eben mit dieser automatischen Endpunktskontrolle. Wenn man sich mal die Messwerte an sich ansieht, dann sieht man relativ deutlich, der Messwert entspricht sich bei allen drei Methoden 7,8, 7,8, 7,5, 7,6, 7,5. Also das entspricht sich in etwa. Der Unterschied wird in der Analysenzeit deutlich. Während die manuellen Methoden etwa 2 Stunden benötigen, ist die Analysenzeit natürlich bei den entsprechenden eingestellten Parametern ähnlich. Mit automatischer Endpunktskontrolle jedoch sinkt die Analysenzeit auf, na, ich würde mal sagen, etwa 60% der manuellen Analysenzeit, also ist schon eine deutliche Gewichtsersparnis. Die Standardabweichung, wenn man sich mal anguckt, so entspricht die sich in etwa, da ist also kein großer Unterschied vorhanden, soll hier auch so sein. Ein weiteres Beispiel aus dem Futtermittelbereich, das waren jetzt ja auch Korn, einmal Maiskorn, aber das auch so Geschichten wie Heu oder Distillers Grain, also aufgemahlene Getreidekörner. Und dort entspricht sich natürlich der Messwert auch wieder. Was auffällig ist, ist natürlich auch hier die Zeitersparnis von fast einer Stunde mit der manuellen, mit der Endpunktkontrolle im Vergleich zur manuellen Methode, teilweise sogar noch mehr von der Zeitersparnis her. Auch deutlich ist, dass die Standardabweichung durch die TGA-Methode im Vergleich zur manuellen Methode deutlich besser ist. Das liegt einfach mit bestimmten Fehlern, die passieren, durch Ausbringen der Probe aus dem Trockenschrank und auf den Exsikator, wenn es denn entsprechend durchgeführt wird, und zur Waage stattfinden, die sich natürlich zwangsweise nicht ergeben, wenn die Waage, wie bei dem TGM 800, ja ins Gerät eingebaut ist. Wenn man sich jetzt mal einen Methodenvergleich anguckt, einmal zwischen Trockenofen, Feuchtewaage, TGM 800 mit fixer Analysenzeit und TGM 800 mit Endpunkterkennung, so erkennt man, dass bei einer Einstellung einer fixen Zeit von 2 Stunden, also 120 Minuten, natürlich der Trockenschrank und die fixe Analysenzeit bei dem TGM 800 sich entsprechen müssen für die Trocknungszeit. Die Mit-Endpunktserkennung ist natürlich schneller, weil der Endpunkt und damit das Vorhandensein des Endpunktes automatisch erkannt wird, dann ist es natürlich schneller. Und eine feuchte Waage, die ja hintereinander, in dem Fall, man ist von 10 Minuten ausgegangen, 16 Mal das durchführen muss, hat natürlich dann die längste Analysenzeit. Dazu kommt die Laborzeit von einmal 50 Minuten abgeschätzt für den Trockenofen, 34 Minuten für die feuchte Waage. Gut, da kann man darüber diskutieren, ob das ein bisschen schneller geht, vielleicht auch. Definitiv dauert die Einwaage beim TGM 800 zwischen 10 und 20 Minuten. Man ist jetzt mal auf Nummer sicher gegangen, hat 22 Minuten angegeben, sodass ich auf entsprechende Analysenzeiten von 170 Minuten, 194 Minuten, 142 Minuten und 92 Minuten komme rein. Rechnerisch, aber das ist auch getestet und das entspricht dem auch die Erfahrung, die wir gemacht haben. Work Events, sprich ich muss dreimal an den Trockenschrank ran, einwiegen, auswiegen, dazwischen ein Exsikator. Ich muss 16 Mal an die feuchte Waage ran und eben nur einmal beim Einwiegen an den TGM 800. Das ist natürlich dann nur ein Arbeitsschritt, der zu tun ist. Wenn man eine kleine Zusammenfassung zum Schluss abgibt, so kann man natürlich sagen, es handelt sich um eine Primärmethode zur Feuchtebestimmung. Ich kann 10 oder 16 Proben gleichzeitig simultan bestimmen. Die Methode entspricht den Ergebnissen der Standardmethoden für den Trockenverlust. Die kann auch entsprechend adaptiert werden in allen notwendigen Parametern.
Es ist kein manuelles Wiegen. Ich benötige keine Exzitatoren oder Handaufzeichnungen. Es wird alles dokumentiert. Ich habe die bereits mehrfach erwähnte automatische Endpunktsbestimmung zur Verfügung, um die Analysenzeit entsprechend abzukürzen. Ich habe eine volle Dokumentation aller Ergebnisse, sei es nach GLP, nach FDE 21 Part 11 oder anderen üblichen Aufzeichnungsmethoden. Es ist ein hoher Probendurchsatz vorhanden. Ich habe wenige Arbeitsschritte und eine exzellente Präzision, wenn es denn die Probe hergibt, im Vergleich mit manuellen Methoden. Es ist kalibrationsfrei im Vergleich zu Sekundärmethoden, was natürlich eine ganz wichtige Angelegenheit darstellt. Typische Beispiele ist jetzt im Lebensmittel- und Futtermittelbereich. Es können aber auch andere Sachen wie Bodenproben im Agrarbereich oder sind es Umweltproben oder Zement, Kalk, Baustoffe analysiert werden. Also man kann eigentlich sagen, überall wo eine Feuchte oder ein Gewichtsverlust bis 150 Grad eine Rolle spielt, lässt sich mit dem Gerät bestimmen. Chemikalien und eben vieles, vieles mehr. Als letztes möchte ich noch einen kurzen Ausblick geben über andere Thermografiemetriesysteme, die wir haben. Die Leco-Produktfamilie hat neben dem TGM-800-System auch ein TGA-801-System, das dann zum Einsatz kommt, wenn ich also höhere Temperaturen benötige. Sprich, ich kann damit auch neben der Feuchtebestimmung auch eine gleichzeitig oder aufeinanderfolgende feuchte, flüchtige Aschebestimmung bei Temperaturen bis zu 1000 Grad machen. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten, aber ich kann beliebig viele Temperaturschritte hintereinander durchführen lassen, sodass ich mit einer Einwaage für 19 Proben alle diese Parameter bestimmen kann. Wenn man sich das mal kurz anguckt, dann hat man natürlich hier verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Gase zu verwenden. Ich habe einen ähnlich aufgebauten Ofen, aber der Ofen ist natürlich nicht aus Aluminium, das wird ja bei 1000 Grad schon lange geschmolzen sein, sondern besteht aus Keramiken, aus Spezialkeramiken, die Ofenmechanik. Ich habe Keramiktiegel aus Aluminiumoxid, um das entsprechend durchführen zu können. Wenn man sich das nochmal ein bisschen größere Auflösung ansieht, dann sieht man also diese keramischen Tiegel in dem Tiegelkarussell, das in diesem beschichteten Hochtemperaturofen ist. Prinzipiell erfolgt die Einwaage allerdings in das System genauso wie beim TGM 800. Ja, ich darf mich fürs Zuhören bedanken. Sollten Fragen bestehen, werden wir natürlich im Anschluss zeitnah beantworten. Die Prozedur dazu wurde ja von Ina bereits erwähnt. Von meiner Seite aus wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Danke fürs Zuhören und auf Wiedersehen.